Jo, hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial. Ich zeige euch heute, wie ihr in der Minecraft-Version 1.1 und in dieser... ups, was ist denn jetzt passiert? Sorry. Und in dieser 12.0.3a-Version, das ist ja so eine Zwischenversion, so eine Entwicklerversion, wie ihr dafür für eine der beiden Versionen Too Many Items downloaden könnt. Ihr geht einfach auf den Link, ich werde euch den in die Beschreibung setzen, den Link, da geht ihr einfach auf. Und dann scrollt ihr hier runter und klickt hier auf, oh Mann, immer die blöde Meldung, und klickt hier auf Download for 1.1, wenn ihr das für 1.1 downloaden wollt. Oder wenn ihr für diese Version 12.0.3a, das ist ja, wo man auch einen Dschungel hat, wenn ihr das dafür haben wollt, klickt hier auf. Ich mach's jetzt mal für 1.1. Klick hier also rauf. adf.ly. Kommt dann, dann kommt hier, bitte warten Sie. 4, 3 und 2 und 1 und 0. Genau, Werbung überspringen, klickt ihr dann an. Ja, es sollte eigentlich gleich kommen. So, genau. Und jetzt haben wir hier dieses Fenster, dort drückt ihr auf Datei speichern. So. Oh, das ging aber schnell. 46,9 Kilobyte hat das nur, also ist das ganz egal, ob euer Internet lahm oder schnell ist. Dann öffnet ihr das gedownloadete. Ich kann ja eigentlich mal Firefox hier schließen. So, und dann geht ihr hier auf Start und gebt bei Windows 7 gebt ihr hier 1% App Data Prozent. Falls ihr Windows XP habt, dann drückt ihr die Windows-Taste plus R und gebt das einfach hier ein. Dann kommt ihr genau auf das gleiche Fenster wieder rauf. Dann klickt ihr hier auf Punkt Minecraft. Dann auf Bin. Dann würde ich erstmal zur Sicherheit die Minecraft.jr erstmal sichern, falls da irgendwas schief läuft. Ich sichere die mal hier auf meinem Desktop. So, er kopiert sie, oder ich glaube, er hat sie schon kopiert. So, und dann macht ihr hier Rechtsklick, öffnen mit WinRAR-Archiver. Genau, dazu muss ich nochmal sagen, falls ihr keinen WinRAR habt, ich werde euch auch den Download-Link für WinRAR in die Beschreibung setzen. So, und jetzt zieht ihr einfach von dem Too Many Items, was ihr euch heruntergeladen habt, alle Dateien in diese Minecraft.jar rein. So, genau, okay. So, jetzt sind sie drin. Jetzt könnt ihr das ganz einfach hier alles schließen. Jetzt starte ich mal Minecraft. Sorry, dass mein Desktop so unaufgeräumt aussieht. Ich werde bald mal Windows neu aufsetzen. So, Minecraft Launcher. Das dauert bei mir immer ein bisschen, ich weiß nicht wieso. Kleinen Moment. So, Login. Jetzt zeige ich euch das gleich mal, wenn ich hier mal ein bisschen schneller wäre, Mojang. So, jetzt sage ich mal Einzelspieler. Habe ich hier noch irgendwo meine Testwelt? Ich guck mal kurz. Ich habe hier extra mal so eine Testwelt angelegt. Testworld, haha. Ich weiß nicht, ob die das ist. Ist mir auch egal. Ich nehme die jetzt einfach mal, wenn er die dann nimmt. Oh, ja, genau, er nimmt sie. So, und jetzt, ich mach mal auf Vollbild, dann sieht man natürlich mehr. Jetzt geht ihr einfach ins Inventar und falls das Too Many Items noch nicht da ist, müsst ihr einfach, also wenn das so aussieht, einfach O drücken. So, und schon habt ihr Too Many Items und könnt hier irgendwas cheaten, was ihr wollt. Ich mache hier mal jetzt so ein bisschen hier... Naja, sowas halt hier. Okay, das wollte ich euch eigentlich nur damit zeigen. Was habe ich eigentlich für eine Welt? Na egal. Das wollte ich euch eigentlich damit nur zeigen. So könnt ihr Too Many Items installieren. Das geht genauso auch für die 12W03A-Version. Nur halt müsst ihr da nicht Too Many Items auf Download 1.1, sondern auf Download 12W03A klicken. Dann habt ihr das auch. Und ja, ich sag mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich beende mal diese Aufnahme hier und tschüss und bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls irgendwas nicht klappt oder ihr irgendwas so blöd fandet, wie ich es erklärt habe, wie ich es besser machen könnte, schreibt ruhig alles in die Kommentare. Ich beantworte gerne eure Fragen und versuche, die Kritiken, also was ich falsch gemacht habe, dann auch beim nächsten Mal wieder richtig zu machen. Und sagt mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ich habe euch damit geholfen. Und ja, tschüss.